Wiki-Stammtisch, ein Podcast aus dem Wikipedia-Universum. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wiki-Stammtisch. Heute im Nachgang zur Wikimania 2017 in Montreal. Ich habe ein paar Leute eingeladen, die stellen sich jetzt nacheinander vor. Mein Name ist Sebastian Wallroth. Ich bin seit 2003 in der Wikipedia aktiv, war auf der allerersten Wikimania in Frankfurt am Main, dann eine Zeit lang nicht und jetzt auch relativ regelmäßig und auch in diesem Jahr, diesmal auf eigene Kosten, in Montreal in Kanada. Und ich übergebe das Wort. Ja, hallo, ich bin Matti. Ich bin seit ungefähr 2005 in der Wikipedia aktiv. Inzwischen ist mein Hauptprojekt aber eher Commons und in zunehmendem Maße auch Wikidata. Die Wikimania jetzt 2017 war insgesamt meine fünfte, glaube ich. Ja, meine fünfte Wikimania. Ich habe in Washington angefangen und dann mit einer Unterbrechung in Mexiko seitdem alle Wikimanias mitgemacht. Ja, hallo, ich bin der Fussi. Ich bin hauptsächlich auf Wikivoyage tätig und nebenbei treibe ich mich noch der restlichen Zeit auf Commons und Wikidata recht weit rum. Insgesamt war das meine dritte Wikimania. Ich war in Washington, in Hongkong und jetzt halt in Montreal. Mein Kernschwerpunkt war natürlich dann auch hier die Weiterentwicklung von Wikivoyage und das Projekt ein bisschen voranzubringen. Okay, hallo, ich bin Raphael, Xanonymous X, und ja, ich war das erste Mal bei einer Wikimania. Ich bin eigentlich seit, ja, gut 8 Jahren jetzt bei Wikipedia tätig und konnte diesmal mit einem Stipendium von Wikimedia Österreich, da ich Südtiroler bin und die Österreicher mich gerne inkludieren, dann konnte ich eben mit Österreich-Stipendium zur Wikimania. Und mein Schwerpunkt ist ja für gewöhnlich italienische Popmusik und in diesem Bereich habe ich einige technische Hilfen auch gesucht und gefunden auf der Wikimania in Sachen Vorlagenprogrammierung und so. Ja, hallo, ich bin Gereon Kalkul an einer Wikipedia Gereon K. Ich bin seit 2007 angemeldeter Benutzer. Sehe mich hauptsächlich als Autor von Artikeln, arbeite aber seit März diesen Jahres bei der Wikimedia Foundation. Bei dieser Wikimedia war ich aber nicht als WMF-Mitarbeiter, sondern als Mitglied oder Teil der deutschsprachigen Community. Es war meine 6. Wikimedia. Gezählt habe ich nicht. Vielleicht sagen wir noch schnell die Orte, aus denen wir gerade, wo wir uns gerade befinden, damit die Zuhörer mitkriegen, dass wir hier Europa überspannt sind. Ich bin in Berlin. Matti? Ich bin ebenfalls in Berlin, aber woanders. Ah, ja. Ja, der Fussi, ich wohne und spreche gerade von Cottbus. Ja, ich, wie gesagt, aus Südtirol, aus dem kleinen Dörfchen Zoblach. Und ich sitze hier in Ennepetal, das ist in Nordrhein-Westfalen, eine Stadt zwischen Wuppertal und Hagen. Nicht schlecht. So, wer möchte anfangen, so ein bisschen allgemein über die Wikimania-Erfahrung zu sprechen? Ja, da ich eben in der Vorstellungsrunde angefangen habe, kann ich auch jetzt gerne den Anfang wieder machen. Also, es geht ja um Anreise und Umfeld. Ist das richtig? Genau. Ja, die Anreise war dieses Jahr etwas beschwerlich, was man eigentlich gar nicht hätte so vermuten können oder vermuten müssen auf jeden Fall. Wir hatten Flugprobleme und deswegen hat das alles so ein bisschen länger gedauert. Aber insgesamt muss man natürlich sagen, dass eine Reise von Europa nach Nordamerika noch relativ einfach für uns ist hier. Mhm. Wir mussten uns da nicht irgendwie um Visa kümmern oder sonstige größere Sachen, so wie es ja für andere Teilnehmer durchaus die Regel ist und dann immer ein Zittern ist, kann ich überhaupt fahren? So, das fällt ja für uns eigentlich alles weg. Das sind wir unglaublich privilegiert hier. Von daher fand ich die Auswahl des Ortes natürlich wunderbar, auch weil ich persönlich eine große Bindung zu Kanada habe. Ich habe da studiert. Von daher fand ich den Ort natürlich toll. Ich persönlich mochte eigentlich auch so das Setting, wie es jetzt war, in einem Konferenzhotel.
Dadurch war man sehr dicht beieinander, konnte sich zurückziehen, wenn man wollte. Das Zimmer ist immer gleich um die Ecke. Man musste nicht irgendwie morgens schon dran denken, was man am Nachmittag eventuell für Equipment braucht. Das hat mir also auch sehr gut gefallen in dem Sinne. Ja, das wäre jetzt... Okay. Ja. Fussi? Ja, also ich kann eigentlich Ähnliches berichten. Ich habe ja auch mit ein paar Wikipedianer-Kollegen im Flugzeug gesessen Richtung Frankfurt. Und mir ist es ja dann genauso ergangen, dass ich nicht weitergekommen bin. Bin dann aber zum Glück mit nur 4 Stunden Verspätung in Montreal angekommen, mit einem kleinen Umweg über London. Was war denn in Frankfurt? Also unser Flieger von Berlin ging schon zu spät los, aber man hat uns aber auch gar nicht informiert. Für die anderen Anschlussflüge gab es auch Durchsagen, aber uns hat man eigentlich gar nicht informiert, obwohl die natürlich wussten, dass auch ein paar Montreal-Reisende an Bord sind. Und ein paar Kollegen sind wohl schon zum Gate gelaufen und nicht mehr reingekommen. Ich habe durch irgendeinen blöden Zufall gleich jemanden angequatscht und der hat mir gleich gesagt, ach, ist alles vorbei, geh schon mal an den Schalter und kümmere dich um Anschlussflug, also um einen neuen Flug. Das ist ja seltsam. Meine Frau hatte nämlich auch in Frankfurt Probleme. Bei der war es noch krasser. Die hat 3 Stunden bei 50 Grad im Flugzeug auf der Rollbahn gesessen, weil es immer losgehen sollte. Dann hat sie noch 2 Nächte im Hotel zugebracht, weil es immer hieß, jetzt kommt der nächste Flieger. Aber dann hatte sie eine Nierenbeckenbodenentzündung und dann ist sie wieder nach Hause geflogen. Oh, ja, und das Putzige war ja, ich wusste ja, dass der Flieger weg ist, bin dementsprechend langsam gelaufen, habe mir ein neues Ticket besorgt und trotzdem habe ich am Ende noch den Montreal-Flieger dort stehen sehen am Gate, als ich vorbeigelaufen bin. Also das war schon sehr putzig. Naja. Putzig, ja. Ist dein Wort. Ah, verstehe. Dafür furchtbar. Ja. Die haben eine Meise. Ah ja, okay. Ja, aber noch eine kleine Anmerkung zur Location. Also das kann ich also durchaus bestätigen. Also ich fand das organisatorisch und die Art, wie es dort aufgezogen war, eigentlich ziemlich optimal. Muss ich schon sagen. Und dem Hotel hat man noch angemerkt, dass die das wahrscheinlich öfter machen. Also es gab ja selbst bei den Menschenmengen nicht mal Probleme beim Essen fassen. Das ging alles zügig. Also ich fand es eigentlich so recht angenehm von der Organisation her dieses Jahr. Ich fand es sehr gut, dass das Essen verteilt war auf mehrere Räume und mehrere Buffets, dass sich nicht eine lange Schlange gebildet hat. Genau. Ja. Das war schon sehr professionell. Also das war wirklich gut, ja. Das kann man so sagen. Abgesehen davon, dass ich wahrscheinlich 5 Kilo zugenommen habe, aber ansonsten. Ich fand sehr putzig, wie die Hotelgäste uns beäugt haben, weil das waren so ältere Herrschaften mit einer sauteuren Tasche so am Armgelenk, die Frauen, aber dann doch so einen getigerten Sportanzug, hauteng am Leib, die dann immer da auf den Sofas geschlafen haben. Ja, stimmt. Aber eins muss ich noch ergänzen, vielleicht sollte man das so für die nächste Wikimania so ein bisschen ausloben, dass man vielleicht eine grünere Wikimania macht und etwas Strom spart und nicht so extrem kalte Klimaanlagen hat. Also ich habe mich immer mit Socken und Strickjacke gleich früh ausstaffiert, weil ich fand es eigentlich nicht zum Aushalten. Also ich weiß nicht, wie es den anderen ging. Nee, im Vergleich zu Hongkong war das eigentlich noch relativ harmlos, muss ich sagen. Ja. Klimaanlagen verbrauchen weniger Strom als Heizung. Also im Verhältnis Heizen zu Kühlen ist Kühlen klimatechnisch besser. Ah, okay. Also ich fand ja, man konnte ja nicht mal das Wasser trinken, weil da so viel Eiswürfel drin war, das war dann so kalt. Ich konnte das nicht trinken, so wie das war. Ich habe mir dann immer warme Wasserflaschen mitgebracht. Okay. Aber sonst alles gut. So, der Nächste. Ja, meine Anfahrt, die lief eigentlich ganz okay. Also ich hatte natürlich eine andere Anfahrt von ich bin nicht von Österreich gestartet, wir sind von München gestartet. Ging eigentlich alles glatt mit minimaler Verspätung. Ich musste halt über die USA einfliegen. Aber das ging auch erstaunlich glatt. Und ansonsten für die Österreicher galt ja, wir haben nicht im Konferenzhotel übernachtet. Von daher fiel dieser Komfort irgendwie weg. Wir mussten jeden Morgen diese 5 Minuten zum Hotel laufen. Ach du je, mein Gott. Was aber auch kein Drama war. Ja, Wikimedia Österreich wollte da ein wenig sparsamer sein und auf jeden Fall, das war anders, aber es war jedenfalls auch machbar. Und ansonsten das Konferenzhotel, ja, es war sicherlich gut organisiert, gut verteilt von den einzelnen Bereichen. Ich fand es auf jeden Fall auch zu kalt, das kann ich bestätigen. Gerade an dem einen Tag, als das Foto ins Wasser gefallen ist und ich dann halb durchnässt im Hotel noch eine Zeit zubringen musste, das war kaum noch zum Aushalten.
Aber das, ja, ist dieses Hotelproblem mit den Klimaanlagen. Ansonsten, ja, vom Umfeld könnte ich mich sonst nicht weiter beschweren. Für eine Konferenz war es gut, das Hotel, ja. So, dann bleibt dann noch Gereon, der noch was sagen sollte. Genau. Vielleicht sagst du auch, was zum Visa-Gate? Hast du da irgendwie Einblicke? Ich auf jeden Fall. Also es waren um die 50 Leute, die diesmal kein Visum bekommen hatten für die Wikimania, hauptsächlich aus Afrika und Südasien. Also erstmal ist es grundsätzlich so, wer jetzt nicht voll im Beruf steht und Familie hat, für den ist es schon mal ein bisschen schwieriger, nach Kanada zu kommen, zum Beispiel Studenten, Rentner und so weiter, die jetzt keine eigenen Kinder haben. Abgesehen davon, der größte Fehler, der gemacht wurde, war das Einladungsschreiben aus San Francisco kam. Das ist ein absolutes No-Go, wenn ich ein Einladungsschreiben für ein Visum brauche. Und das kommt aus einem anderen Land. Das wird dann nicht so ernst genommen Ach du je. von den Ach, Botschaften. dann haben Das die hätte man sich doch Amerikaner nach wahrscheinlich denken können. Kanada Ich denke, das eingeladen. war der Schön. Knackpunkt dann. Für Kapstadt ist es ja auf jeden Fall einfacher laufen, da dort die Visa-Bestimmungen nicht so streng sind, denke ich. Ja, mein Flug, ich wusste, wie schlecht Wow Air ist, habe also auf die verzichtet, die Isländer, und wollte auch nicht über die USA fliegen, weil ich dachte, wer weiß, welche Bestimmungen für Handgepäck die letzte Minute noch ändern, dann kann ich meinen Laptop nicht mitnehmen. Ich weiß, 13 Mal in den USA und weil ich fand jedes Mal nicht so positiv überrascht oder fast jedes Mal von der Einreise. Bin also direkt nach Kanada geflogen, hatte aber auch auf dem Flughafen beim Start 5 Reihen vor mir einen Herzstillstand mit Reanimierung und keinen Arzt an Bord, sodass ich dann auch meinen Anschlussflug verpasst habe. Aber die haben mich dann problemlos auf eine andere Fluggesellschaft auf Air Canada umgebucht, waren dann nur eine halbe Stunde später da, also alles gut. Montreal kannte ich bis jetzt nur. Es war nur einmal da gewesen, und zwar, das war im Winter. Und im Winter kann man sich das vorstellen mit 3 bis 4 Meter Schnee, alles findet unterirdisch oder überdacht statt. Das war für mich mal interessant, Montreal im Sommer zu sehen. Dieses Konzept der 5-Sterne-Wikimania ist klar, dass es logistisch am einfachsten ist für Veranstalter, da alles funktioniert, alles eingespielt ist, ist aber auch eine sehr teure Angelegenheit und natürlich sehr steril und hat überhaupt keinen Impact, nichts Bleibendes. Wenn man schon, sagen wir mal, 1,5 Millionen Euro inklusive Sponsoren und Fördergeldern ausgibt, hat man ja auch die Möglichkeit, Verbleibendes zu schaffen, wie man es zum Beispiel in diesem Lago gemacht hat oder selbst wenn man in eine Hochschule geht, die vielen Freiwilligen, die dann kommen und ähnliches. Wenn man ins Sheraton geht, oder Mexiko, auch eine 5-Sterne-Angelegenheit, dann ja, kommt man und geht man und hat keinerlei Einwirkung und Auswirkung auf dort, wo man ist. Ich finde es schade. Diesmal waren überhaupt lokale Freiwillige diesmal da? Waren das, ich meine, das seien alles Amerikaner gewesen, die da gesessen haben oder sonstige Freiwillige aus aller Welt? Also ich würde mal schätzen, dass mir so ungefähr 5 Kanadier begegnet sind. Also zumindest gab es ein freiwilligen Gruppenfoto irgendwie, nicht? Habe ich gefunden. Also ein paar muss es gegeben haben. Wobei Wo hast du das notwendigerweise gefunden? alle Freiwilligen aus Kanada kamen. Also mindestens einer fällt mir ein, der definitiv nicht aus Kanada kommt und Freiwilliger war. Richtig. Ja, ich bin anders angereist. Ich habe einen kleinen Umweg gemacht. Mein Sohn wird 14 und da haben wir eine Reise geschenkt und da bin ich mit ihm von Berlin nach Boston, dann nach 3 Tagen nach New York, dann nach 3 Tagen nach Washington, dann nach 3 Tagen nach Las Vegas, wo wir auch über den Grand Canyon geflogen sind und dann nach San Diego zu Oma und von dort aus dann nach Montreal. Da hat er dann aber auch schon die Nase voll gehabt vom Reisen. Der wollte dann gar nicht, der war einen Tag mit auf der Wikimania, sonst hat er in unserer schönen Airbnb-Wohnung gewohnt. Für 39 Dollar die Nacht haben wir da geschlafen, zu zweit, mit Garten und so. Also man kann auch für 39 Dollar in Montreal übernachten. So hatte ich das auch in London gemacht. Anstatt ein Hotel zu nehmen, habe ich mir einfach eine Wohnung gemietet, was günstiger war als ein Hotelzimmer. Und das war eigentlich eine ziemlich coole Sache. Ja, wobei London echt noch eine sackteure Stadt ist, ja, aber
ich persönlich finde es nicht gut. In Mexico City hat mir das schon nicht gefallen, wo man den ganzen Tag in diesem fensterlosen, runtergekühlten Kongressbunker war. Ich bin am dritten Tag echt mittags einfach rausgegangen und 3 Stunden einfach mal um wieder Sonne zu tanken. Hab da Vorträge verpasst halt dadurch, aber ja. Okay, Montreal war ja eine große Glasfront, also man hat schon noch die Sonne gesehen. So. Aber mir hat auch der lokale Bezug gefehlt. Also nächstes Jahr ist es in einer Universität wieder. Also ähnlich wie, sagen wir, die Wikicon in Karlsruhe oder die Wikimania in Hongkong. Aber die liegt auf dem hohen Berg. Da sieht man von oben in einem Naturpark auch die ganze Stadt runter. Ziemlich bewaldet. Da denke ich, wird es dann genug Grün und genug Aussicht geben. Okay. Dann lasst uns über das sprechen, was wir dort erlebt haben. Die Konferenz hatte ja auch Veranstaltungen ringsrum. Es fing eine sogenannte Vorkonferenz oder mehrere Vorkonferenzen waren das mit Hackathon und Editathon und war da schon jemand von euch da? Ja, ich war beim Hackathon erst 2 Tage. Ja, ich auch. Mhm. Ich war bei der Wikicon North America und war ein bisschen enttäuscht, dass der Programmfokus von dieser zusätzlichen Konferenz sich eigentlich überhaupt nicht von der Wikimania unterschieden hat. Es war so ein bisschen irritierend. Es war irgendwie wie so eine Art kleine Wikimania, 2 Tage vor der Wikimania, aber eben nur mit dem halben Publikum. Und das hätte man bestimmt schlauer lösen können eigentlich. Meines Erachtens. Also wahrscheinlich sprichst du auf die Strategie an, aber die durchzieht ja momentan alles. Nee, es ging nicht nur um Strategie, sondern einfach, die Wikicon North America ist natürlich eben das, was unsere Wikicon ist für Nordamerika. Wenn man die allerdings 2 Tage oder 1 Tag vor der Wikimania macht und im Prinzip genau die gleichen Themen bespricht und es war nicht mal wirklich mit sehr starken Nordamerika-Fokus, zumindest nicht mehr als die Wikimania sowieso hat, dann kann man sich das eigentlich irgendwie auch sparen. Dann kann man im Zweifel die Wikimania halt einen Tag noch länger machen. Und, okay, wer war noch auf der Wikicon North America? Gut, ich noch. Für mich war es gut, weil ich einen Vortrag über wie mache ich Podcasts, ganz einfach, einen Vortrag gemacht habe, der bei der Wikimania nicht angenommen wurde. Da wurde ich auf diesen Barcamp-Track verwiesen, aber bei der Wikicon haben sie sich sehr gefreut und ich hatte auch 12 Zuhörer, was für die Wikicon doch recht viel war, die auch sehr interessiert Fragen gestellt haben, weil ich wirklich gezeigt habe, wie man eben mit fast, also kein Geld und Online-Tools und so eben Podcasts machen kann. Und da waren Leute aus Afrika auch dabei, aus Kenia, glaube ich, die das sehr interessiert hat. Ja. Und ich hatte trotzdem das Gefühl, dass alle internationalen Teilnehmer eher zufällig da waren. Also du bist dann vielleicht da eine Ausnahme gewesen, du hast es geplant, aber ich bin da auch eher zufällig reingestolpert. Und Du hast nicht so in den Unterlagen vorher geguckt, dass da noch was anderes ist? Oder? Mir war das bewusst, aber ich habe es halt erstmal jetzt nicht so sehr auf mich oder uns bezogen. Und weil es dann eben stattfand und ich sowieso schon da war, bin ich ganz am Anfang gleich in irgendeine Session reingegangen und dachte mir so, ist wirklich spannend, ist wirklich interessant, aber warum ist das Teil einer anderen Konferenz, die wesentlich kleiner gehalten wird, bewusst? Wenn das doch eigentlich für alle relevant ist. Also ich war auch schon bei der Vorkonferenz dabei, aber war dann am ersten Tag bei den Wikimedia Foundation Learning Days und habe da einen Lightning Talk über so Filme, über Tutorials gehalten. War dann auf dem Wikimedia Konferenz Follow-up Day, das war eine Nachbetrachtung der Wikimedia Konferenz in Berlin. Ja, das habe ich dann anstatt Hackathon gemacht, weil ich ja kein Hacker bin. Achso, es waren viele von die auf der Wikimedia-Konferenz in Berlin waren, dann auch bei der Wikimedia dabei. Ja. Und die haben dann noch eine Nachbetrachtung gemacht, unter sich sozusagen. Ja, ja genau. Also es war wahrscheinlich offen für alle, aber es ging halt darum, daraus zu lernen. Und genau, es ging auch um Neulinge, um Betreuung, um Zusammenarbeit von Checkern und so weiter. Na, ich habe mir so einige Vorträge angehört und ich hatte auch das Gefühl, dass das eher so eine lokale Konferenz ist. War jetzt nicht so
von der Qualität her eher so, dass die Leute quasi aufgestanden sind und gesprochen haben und jetzt nicht mega vorbereitet waren. Schon alle sehr kundig so, aber es war sehr viel lockerer dadurch. Und es ging um bezahltes Schreiben beispielsweise. Da wurde jetzt nicht der Riesenüberblick gegeben, sondern nur so einzelne Beobachtungen, wie zum Beispiel sich bestimmte Trolle, wie die sich jetzt verhalten und so. Oder also was es aus denen geworden ist sozusagen. Das fand ich ziemlich interessant, dass da Leute Trolle sammeln. Du sprichst jetzt von der Wikimedia-Konferenz, North America, genau, oder? Genau. Übrigens, ich habe gerade das Bild gefunden, das von den Freiwilligen. Im Kurier steht. Ah ja, dann pack's mal mit rein, dann kann ich es in die Shownotes mit reinhauen. So, wer war jetzt beim Hackathon? Ich auch. War ich, ja. Der Busi. Dann Raphael, dann erzähl du mal, was du da gemacht hast. Also, ja, ich bin da auch eher zufällig, also als ich mich angemeldet habe für das Vorprogramm, hatte ich eigentlich einen Tag Hackathon und einen Tag Wikimedia Conference North America ausgewählt. Ich bin dann letzten Endes 2 Tage beim Hackathon geblieben, weil dort irgendwie auch die meisten Leute waren, die ich kannte und ich eigentlich einen Stromanschluss brauchte. Das war eigentlich das Hauptproblem. Und ja, also ich war beim Hackathon vor allem deswegen, weil mich die Österreicher damals schon nach Wien eingeladen hatten. Wann war denn das? Im Juni oder im Mai? Also damals konnte ich nicht kommen wegen der Entfernung. Und dann bin ich hier gegangen. Ich habe jetzt nicht Konkretes gemacht. Ich habe ein paar Extensions der Software ausprobiert auf TestWiki und habe dann eigentlich noch Hilfe mit Lua-Programmierung gesucht, die dort angeboten wurde, habe ich dann zuerst nicht gefunden, aber das habe ich dann später am Sonntag, also dann noch während der Wikimania, habe ich das nachgeholt. Ansonsten, ja, war ich einfach dort im Hauptraum und habe zum Teil Code geschrieben, aber zum Großteil auch Artikelarbeit gemacht und ja, meine tägliche Wiki-Arbeit fortgesetzt. Wie testet man Erweiterungen auf TestWiki? Hast du dir da welche angeschaut oder eigene? Ja, also ich warte jetzt schon länger auf diese eine Erweiterung, die, wie mir dort am Hackathon auch gesagt wurde, jetzt eigentlich in Kürze freigeschalten werden sollte, die Template Styles, die CSS-Bearbeitungen von Vorlagen eben ermöglichen. Und dieses ist zurzeit nur auf TestWiki aber freigeschalten und dann konnte ich jetzt mal meine Anwendungen für diese Extension dort ausprobieren und jetzt kann ich im Grunde warten, bis die auch bei uns aktiv ist, die Erweiterung, und dann kann ich einfach den Code rüberziehen von dort und dann habe ich schon alles vorbereitet. Ja. Cool. Und Fussi, was hast du auf dem Hackathon gemacht? Ich habe eigentlich die 2 Tage durchprogrammiert. Ich habe so einen Aufgabenzettel zu unserem Wiki so mehr oder weniger mit dabei gehabt. Also ein Punkt war, dass es ja vielleicht für neue User, die sich Wikitechnik nicht so auskennen, vielleicht darüber stolpern, dass man Artikel anlegen kann, aber keine löschen kann. Und bis jemand eine Löschdiskussion findet oder ein Regelwerk, ist es schon recht schwierig. Und da bin ich jetzt gerade dabei, bei uns im Wiki so ein paar Vorgänge so ein bisschen, sag ich mal, usergeführt zu machen. Und zum Warmwerden habe ich mir halt die Löschanträge vorgenommen. Das ist halt oben im Menü neben dem, wo rechts oben, wo dieser Menüpunkt mehr ist, jetzt auch einen Löschantrag gibt. Und dann wird sozusagen alles abgefragt im User. Mhm. Und das sind so alles so JavaScript-Programmierung und habe ich halt die Leute, wenn ich doch mal eine Frage hatte, irgendwo eine Reichweite gehabt. Das war so eine der Sachen, die ich jetzt dort programmiert habe. Das nächste soll dann sein, deswegen habe ich das zum Raumfern genommen, so eine komplette Userführung für neue Artikel, wo halt alles abgefragt wird. Willst du eine Stadt anlegen oder eine Region? Und vielleicht gibt es schon was auf Wikidata, dass dann fertige Artikel, wo auch diese hässlichen Vorlagen schon ausgefüllt drin sind, das ist vielleicht ganz nützlich für neue User vor allen Dingen. Und das ist so, was ich demnächst so nach und nach einbauen will bei uns im Wiki. Damit habe ich mich halt so die 2 Tage beschäftigt. Cool. So, und dann kam der Freitag, wo die Konferenz offiziell losging. Zuerst sind die Moostown-Drummers aufgetreten. Wer hat die gesehen? Keiner. Ja. Doch, ich habe sie auch gesehen. Ja. Ich habe sie nicht gesehen. Erzählt mal. Wer war hier? Ja.
War schön. Das waren 5 oder 6 Inuit, indigene First Nation Leute aus Kanada, die ein indianisches Trommeln mit Gesang im Kreis auf der Bühne aufgeführt haben. Erklärt wurde es leider nicht, also kein Background dazu oder worum es da ging, aber es war schön. Ja, ich habe gesehen, auf der Mailingliste haben mehrere Leute gefragt, wer denn das war und wo man da noch Informationen findet. Mhm. Okay, und dann Eröffnungsfeier und dann Jimmy Wales in Conversation with Gabriella Coleman. Moderated by Evan Prodromou. Evan Prodromou, ist das nicht? Genau. Der Wiki-Travel-Gründer. Das musst du kurz erklären. Also für die Zuhörer noch, von den Anwesenden habe ich mit Raphael und Gerion schon Podcasts gemacht, mit Fussi auch schon auf der Wikimania, aber noch nicht ausgestrahlt. Und da reden wir auch über den Menschen. Aber erklär mal kurz, was mit dem auf sich hat, warum der so interessant ist. Ja, das ist insofern interessant. Wie gesagt, das ist der Gründer von Wikitravel. Eigentlich das Projekt, aus dem wir mit Wikivoyager später hervorgegangen sind. Es gab ja früher Wikitravel in 15 Sprachversionen und dann hat Evan irgendwann mal klammheimlich über Nacht an die Admins eine E-Mail geschickt und gesagt, ich habe eine Ankündigung im IRC-Chat zu machen. Und da hat er dann offenbart, dass er mittlerweile das Projekt an Internetbahns verkauft hat. Für, hat sich später herausgestellt, ungefähr 1,5 Millionen Dollar. Und das war dann für uns, zumindest für die deutsche Community, dann der Grund, den Fork zu starten. Eben dann die Italiener ein Jahr später gefolgt sind und 2011 dann auch die englische Community. Aber Evan war halt derjenige, der das Ganze mal ursprünglich begründet hatte. Das so als in Kurzform. Ja, Wikivoyage ist die Ausgründung von den Leuten, die mit dem Aufschalten von Werbung dann nicht einverstanden waren. Genau, so ist es, ja. Okay, genau. Diese Conversation, das habe ich nur den Schluss mitgekriegt. Hat jemand das in Gänze gehört und will was dazu sagen? War nicht bis zum Schluss da. Keiner, okay. War auch nicht dabei. Ne? Okay. Dann war Pause, da können wir alles gut sagen. Kaffeeversorgung war großartig. Der Kaffee war immer dann weg, wenn man gerade eigentlich einen wollte. Ist gut, mir persönlich zumindest so gegangen. Genau, aber da es auch einen Zimmerkaffee gab, war das jetzt kein Riesenproblem. Genau, und es gab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Möglichkeiten, irgendwo hinzugehen, parallel. Gut, dann jetzt sind wir um 11 Uhr am Freitag, den ersten Tag. Wer war wo? Also ich war... Ja, erzähle. Entschuldigung. Ja, also ich war, wie ich schon eingangs gesagt habe, da ich mich derzeit sehr viel mit Wikidata und Commons beschäftige, habe ich relativ viel zu den Themen gemacht und auch dann rechts und links relativ wenig nur. Also ich bin dann direkt in den Wikidata-Track gegangen, habe Lydia angehört, was sie zu sagen hat, wobei ich das meiste zwar schon kenne, aber ist ja trotzdem nochmal schön, da so ein zusammenfassendes State of the Wikidata dann zu hören und habe eigentlich dann den Track sozusagen weiterverfolgt auch. Okay, erst war Lydia dran, dann kam Beat Estermann aus der Schweiz, glaube ich. Genau. Modeling und Ingesting Performing Arts, Reddit Data into Wikidata. Also so ein Glam-Sache, also wie man, okay. The Sum of All Painting is Just the Start. Das hieß der dritte Beitrag von Martin Dammers. Worum ging es da? Ich muss gerade gucken. Ich glaube, da war ich dann schon nicht mehr drin. Nee, die erste, genau, nee, dazu kann ich schon nichts mehr sagen. Tatsächlich. Also ich habe mir nicht den ganzen Stream angeschaut, weil ich auch noch andere Tätigkeiten hatte. Aber in dem Blog grundsätzlich Wikidata. Okay, so, wer hat sich noch gemeldet? Ich könnte sagen, dass ich mich die ersten zwei Tage mehr oder weniger fast ausgeklinkt habe, eigentlich nur, weil ich den Tisch im Community Village besetzt habe, den Wikivoyage-Tisch. Das war aber am Ende ganz gut so, weil ich ziemlich viele interessante Gespräche hatte und Leute getroffen habe, die man sonst vielleicht so nicht trifft, wenn man wirklich in irgendwelchen Vorlesungen sitzt. Also ich habe die Leute von Kiwix waren da, ich habe ein längeres Gespräch mit den Wiki-Map-User-Groups gehabt und das Projekt Wikitongs, was ich auch noch nicht kenne, die so Podcasts machen mit
Sprachen, die am Aussterben sind, so Videos zur Verfügung stellen. Und sehr lustig war, dass so ein Wiki-Voyage-Fan, der irgendwie aus der Region kommt, sogar seine ganze Familie eingeschleppt hat an den Stand. Also wirklich das Kind, die schwangere Frau, Bruder, alle kamen da an. Und dadurch bin ich aber die ersten zwei Tage wenig zu den Vorlesungen und Sessions gekommen, eher nur am letzten Tag, weil ich eigentlich fast die ganze Zeit immer am Community-Tisch in Gesprächen verwickelt war. Ja, cool. Das Community Village war ein eigener Raum und dann gab es im Vorraum noch ein paar Stände. Ja. Wikimedia Deutschland beispielsweise hatte sich da aufgestellt, erinnere mich, und aber auch Sachen, die ich noch nie gesehen hatte, die jetzt so von Bibliotheken und sowas. Mhm. Ja. Und die, ich glaube, aus irgendwas nordafrikanisches Chapter hatte lustige Star Wars Sticker für Wikipedianer ausgegeben. Ja, ich glaube hier Wikimedia Levante, glaube ich, die hatten, glaube ich, kann das sein, dass die das hatten? Könnte sein, weiß ich nicht. Ja, ich glaube, die hatten so einen Sticker. Das ist gemein, genau. Ich war bei in dem Track The Future of Editing, wo es darum ging, wie Wikitext weiterentwickelt wird. Oh ja, da war ich. Wie die Editing-Tools sich weiter... Das fand ich sehr spannend, weil sich doch einiges ändern wird. Nicht mehr mit so einem großen Knall wie mit der Einführung des Visual Editors. Aber ich fand zum Beispiel sehr interessant die Aussage, dass sich das Markup leicht ändern wird. In kleinen Schritten. Und wo es wirklich notwendig ist. Und wird ja immer viel geklagt, dass es schwierig ist. Ich finde es nicht so schwierig. Ich finde diese Vorlagenprogrammierung nur sehr ausufernd. Und gerade mit den kaskadierenden Vorlagen, wo dann in eine noch eine und in die sind auch noch zwei eingebunden und so. Und da geht es wohl auch in eine andere Richtung. Das wäre schön. Ich war am ersten Tag den ganzen Tag im Wikimedia Movement Strategy Space. Da ging es um Strategie. Da war ich mal als Wikipedianer, nicht von der anderen Seite. Und was das Schöne war, für jeden Teilnehmer gab es dann auch eine Massage im Anschluss. Vielleicht war ich doch wieder falsch. Doch, die Massage habe ich auch in Anspruch genommen. Ich habe es nicht gesehen, verdammt. Das war wirklich ein sehr, sehr tolles Angebot. Es haben viele nicht gesehen, was für mich Glück war. Weil als ich es gesehen habe, war auch sofort ein Termin frei, weil es so ein bisschen in der Ecke versteckt war wahrscheinlich. Na schön, dass du es uns jetzt erzählst. Beim nächsten Mal wisst ihr es. Das ist ein Punkt für die nächste Wikimedia, so Stichpunkte, worauf man achten muss. Das muss ich mir gleich aufschreiben. Wo ist die Massage? Wo ist die Massage? Bisher war mir auch nicht bekannt, dass es vorher schon mal eine gab. Das war ja eng mit dem Strategie Ding verknüpft und es war ja auch eigentlich Voraussetzung, dass man den Strategy Space besucht vor oder nach der Massage und sich einbringt. Das war okay. Teil des Deals. Gut, abends oder späten Nachmittag, 17.15 Uhr, gab es einen Vortrag von Catherine Maher, der Geschäftsführerin der Foundation, und Christoph Henner. Das ist der, wie sagt man, Vorsitzenden des Boards, also des Aufsichtsgremiums der Foundation. Über den Strategieprozess Wikimedia 2030 heißt der. Wer hat ihn gehört und wer will was dazu sagen? Ich war nicht da. Also ich habe ihn gehört. Ich war sehr enttäuscht von dem, was mir da geboten wurde. Das war so für mich eine Feel-Good-Veranstaltung. Irgendwie, ich hatte jetzt gehofft, dass irgendwelche Aussagen kommen zum Strategieprozess oder so. Es war nur so allgemeines, wir sind toll und es geht großartig vorwärts. Gerede. Ging es da nicht auch um Bessel? Um Bassel Kartabil? Ich dachte, das war auch die Hälfte dieses Programms. Ich glaube, also es kann sein, dass dort auch nochmal drüber geredet wurde, aber grundsätzlich wurde das ja schon bei der Eröffnung angesprochen, das Thema. Also dieses New Palmyra Project oder wie das heißt, wurde schon bei der Eröffnung kurz mal angesprochen. Ja gut, dann wenn wir das schon ansprechen, dann erzähl mal einer darüber, was das bedeutet, was es ist. Ja, der Hirion? Der Bassel Katabil war ein Aktivist des freien Wissens in Syrien und war da sehr aktiv, ist dann
irgendwann festgenommen worden, also in dem Gefängnis der syrischen Regierung geschwunden, da auch gefoltert worden und dann mit Todesstrafe ermordet worden. Und da war ein, vielleicht kann Matti das besser erzählen mit der Palmyra-Sache. Ich wie gesagt, ich kenne jetzt die persönliche Geschichte nicht so genau, die wurde zwar kurz erzählt, aber alle Details habe ich da auch nicht mehr präsent. Als das jetzt, soweit ich das verstanden habe, als das jetzt bekannt wurde, dass er eben wohl vor über 2 Jahren inzwischen schon ermordet wurde, wurde mehr oder minder ihm zu Ehren jetzt auch dieses Palmyra-Projekt gegründet. Da wurden wohl vor der Zerstörung, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe, wurden ja schon 3D-Vermessungen genommen und es geht darum, das jetzt sozusagen mit 3D-Druck möglichst naturgetreu wiederherzustellen, das aber auch der Öffentlichkeit als 3D-Modell überhaupt verfügbar zu machen, weil es ja, teilweise eben zerstört wurde, glaube ich, durch den Bürgerkrieg. Und ein Ausstellungsobjekt war eben bei dieser Runde dann da, das konnte man sich betrachten, das stand während der ganzen Konferenz dann auch in einem der größeren Räume immer wieder zur Betrachtung. Also ich weiß nicht, ob das ein 1:1 Modell war, ich glaube nicht ganz, aber schon relativ groß aus 3D-Druck, ein Säulenobjekt, was aus dieser Stadt da stammt. Aber ja, das ist alles, was ich dazu jetzt spontan weiß. Okay. Es wurde, glaube ich, auch eine Gedenkminute oder sowas abgehalten für ihn und es war viel Thema, weil das ein unglaublicher Vorgang ist, dass jemand, der sich für freies Wissen einsetzt, von Regierungstruppen verhaftet wird, weil er mit Ausländern zu tun hat und dann nach ein paar Jahren im Gefängnis dann hingerichtet wird. Ich denke, also es soll wohl so eine Art Scheinprozess gegeben haben, wo er aber gar nicht mal die Möglichkeit hatte, sich zu Wort zu melden, sondern zumal ja dieses Todesurteil auch dann 2 Jahre lang noch geheim gehalten wurde, offenbar. Genau, die Verwandten haben es erst jetzt so im Vorfeld der Wikimania erfahren überhaupt, dass er tot ist. Ja, und das ist wirklich eine tragische Sache. Ihm zu Ehren gab es auch dann an dem Abend eine Party in einer Lokalität, so 2-3 Kilometer vom Hotel entfernt, auf der ich aber leider nicht gewesen bin, weil der Wassel feierte wohl auch gerne, da war er für bekannt. Und dann hat man so ein Andenken an ihn einfach eine Party gefeiert, eigentlich eine schöne Idee. Okay, weil wer sonst wäre noch auf einer Party am Freitag? Ich war durch, ich bin dann nach Hause. Ich hab mich in die U-Bahn gesetzt und bin zum Ilstonik-Festival gefahren. Da war so 2 Tage lang auf der Insel vor der Stadt so ein Electronic Dance Music Festival, so mit 60.000 Leuten. Und da hatte ich mir im Vorfeld ein Ticket besorgt und bin dann immer abends schnell nochmal mit der U-Bahn rübergefahren und habe mir so 2 Stunden noch ein paar Beats gegeben, sage ich jetzt mal so. Cool. Also mir hat Montreal auch gefallen. Ich bin ja nicht als Tourist so durchgestromert, sondern eher durchgefahren und jetzt war ja auch ein paar Tage eher noch da und war auch mit meinem Sohn noch unterwegs und das war sehr europäisch, sehr gelassen, also in der sehr hilfsbereit die Leute überall so. Ich bin in den Bus eingestiegen und wollte mit dem Geldschein mein Ticket kaufen und der Busfahrer sagte, nee, geht nur mit Münzen und zack, hat mir eine Oma Münzen gegeben, damit ich mein Ticket da kaufen kann. War super. Ich war an dem Abend, das ist typisch Kanada. Ich war an dem Abend noch auf dem CEE-Meeting, das sind die Wikipedianer und Wikimedianer aus Zentral- und Osteuropa. Die haben dann ein Vorbereitungstreffen für ihr großes Treffen in Warschau gehabt. Und als es vorbei ist, bin ich dann zu dieser Party gegangen, zu Fuß. Und als ich dann ankam, ging gerade der Letzte von da weg, war die zu Ende. Schade. Man kann nicht überall gleichzeitig sein. Also es hat Partys gegeben, mit anderen Worten. Okay, dann gehen wir zum nächsten Tag, Samstag. Victory Democracy von Susan Herrmann, eine Keynote. Ich glaube nicht, dass wir das jetzt vertiefen müssten. So, wer hat was gehört? Wer hat was gemacht? Fussi war noch im Community-Raum und hat über Wiki Voyage gesprochen. Ich hatte mein Mikro mit und habe erste Podcasts aufgenommen.
Ich habe auch jetzt einen englischen Podcast mit der Wikimania gestartet, wo ich dasselbe, was ich im Wiki-Stammtisch auf Deutsch mache, dort halt auf Englisch mache, nämlich mit einzelnen Leuten darüber sprechen, was sie mit Wiki und Wikipedia und Wiki sonst was machen. Und deswegen habe ich dann auch etliche Vorträge nicht gehört, die ich eigentlich hätte gern hören wollen, aber die Gespräche waren super interessant und manche Leute kriegt man nur dort. Den einen aus Namibia beispielsweise, der sagt, seine Internetverbindung in Windhoek, die ist so schlecht, das hat überhaupt keinen Zweck und deswegen muss ich ihn halt auf der Wikimania interviewen. Hat auch super geklappt. Okay, jetzt andere Stimmen bitte. Ja, ich war wieder bei Editing Tools. Das begann hier mit Editing Challenges und Multi-Script Wikis, also Wikipedia-Sprachversionen, die unterschiedliche Schriftsysteme verwenden mussten, also nicht nur unterschiedliche Sprachsysteme, sondern ich weiß gar nicht mehr, welches war, die jedenfalls gleichzeitig lateinische und kyrillische Buchstaben verwenden sollte oder es zumindest von den Usern, sowohl von den Lesern als auch von den Beitragenden erwarten würde, dass in beiden Schriften eventuell geschrieben werden kann. Also da wurde dann halt neue Entwicklungen vorgestellt im Wikitext, der dann erlauben würde, in beiden Schriften etwas auszugeben, aber auch in beiden Schriften etwas zu schreiben und es dann auch gleichzeitig abzuspeichern. Mhm. Ja, cool. Also das mit diesen Schriften und Wikipedia ist sowieso eine Sache für sich. Also das ist ein Wunder, dass sie das irgendwie hinkriegen. Mhm. Ja, das sieht man natürlich auf vielen Websites ganz schlimme Sachen mit Schriften und Sonderzeichen und alles. Also da ist in Wikipedia schon relativ gut, das Standard, aber ja, man kann natürlich sicher noch viel machen. Ja, cool. Dann gab es Mittag und es war wie gewohnt fantastisch. War wirklich, also es gab... Das Essen wird sich nicht beklagen. Nee. Also wenn man fett werden will, auf zur Wikimania. Ja, unbedingt. Und parallel lief den ganzen Tag auch der Editathon zu Ehren von Bassel Katerbiel. Da habe ich auch mal kurz vorbeigeschaut. Das war halt ein Editathon, das war eine Veranstaltungsform, die ich wirklich fantastisch finde. Ja, okay, sonst, was war noch am Samstag los? Was war sonst am Samstag noch los? Die Fotografen von Commons hatten sich am Samstag auch noch getroffen. Da bin ich dann auch noch dazu gestoßen. Ich hatte ja am Freitag selbst schon über Kategorien ein Treffen anberaumt auf Commons und am Samstag haben sich dann die Fotografen getroffen. Und da ist ja dann diese Idee, die ist gar nicht mehr so neu, war, dass man endlich mal auch für Commons eine größere Konferenz macht und nicht nur irgendwie jetzt ein kleines Ding, sondern auch mal versucht, Commons die Community größer zusammenzubringen. Darüber wurde dann bei dem Treffen viel gesprochen. Später stellte sich dann heraus, dass manche Fotografen doch lieber nur ein kleines Fotografentreffen daraus machen wollen. Das wird sich jetzt in der Zukunft zeigen, ob beides davon stattfinden wird oder nur eins von beiden. Aber ja, damit habe ich eigentlich dann den Samstag relativ viel verbracht. Ich war, glaube ich, wirklich nur in zwei Vorträgen, die wieder Wikidata-Bezug hatten. Ansonsten habe ich an dem Tag wirklich viel versucht, mit verschiedenen Leuten zu reden, um diese Konferenz auf die Beine zu stellen. Und es ist auch jetzt immer noch viel Arbeit. Aber das war tatsächlich am Samstag mein Hauptanliegen, dass ich wirklich alle 5 Minuten mit anderen Leuten gesprochen habe, habe die Idee vorgestellt, habe versucht, irgendwie Support zu bekommen von verschiedenen Seiten, von der Foundation, von Wikimedia Deutschland, von der Community selbst natürlich. Ja, Matti, dann mach doch jetzt nochmal Werbung richtig für die Zukunft. Ja, also das ist tatsächlich ein Projekt, was mir gerade sehr am Herzen liegt, ist einfach, dass auf Commons die Community endlich mal wirklich zusammenkommt und nicht so zersplittert bleibt, wie es bisher ist. Es gibt so ein paar sprachspezifische Unter-Communities. Es gibt die Fotografen, die sich relativ gut organisieren, die jetzt auch eine User Group gerade gründen oder schon gegründet haben. Aber es gibt bislang irgendwie noch nicht so eine große Commons-Community. Und das würde ich und das würden auch andere gerne ändern. Und dafür ist es natürlich sehr wichtig, dass wir eine eigene Konferenz haben. Also nichts gegen Wikidata. Ich bin ja auch sehr viel auf Wikidata aktiv. Aber das Projekt ist jetzt 5 Jahre alt und hat seine eigene Konferenz. Und das steht fest. Und Commons ist ja schon viel älter und hat noch keine.
ist ein bisschen schade eigentlich. Daran muss man was ändern. Mhm. Wer da irgendwie mitgestalten will, kann sich natürlich auch gerne an mich wenden und ich bin da so ein bisschen koordinierend tätig und das ist auch eine fortlaufende Tätigkeit. Gibt es auch schon einen Link dazu? Es gibt eine Seite auf Commons, die heißt, Moment, da muss ich jetzt schnell nachschauen, heißt, glaube ich, praktischerweise natürlich im Commons-Namensraum und dann Commons-Konferenz, glaube ich. Also wir können das ja später noch posten, nehme ich an. Genau, wir packen das in die Shownotes. Genau. Und da kann man das nachlesen. Commons-Konferenz 2018 heißt die Seite. Richtig, genau. Da kann man sich 2018 derzeit mit Vorsicht zu genießen ist. Vielleicht wird es erst 2019 was. Ich drücke die Daumen. Danke. Für mich war ein Highlight der Vortrag einer jungen Internet-Aktivistin und auch Geschäftsfrau aus Bahrain. Die über ihre Erfahrung aus dem Mittleren Osten gesprochen hat, wie man Communities da bildet, wie man sich verhalten muss in so totalitären Staaten. Die Besonderheit war, dass man nicht fotografieren, kein Video und nichts machen durfte, um sie nicht zu gefährden. Ja, das sagt auch schon viel aus, aber dafür hat sie sehr offen und sehr frei da gesprochen und sehr mitreißend und so vorgestellt, wie die Leute eben Zensur umgehen, um sich auszudrücken. Es gibt dann natürlich immer die Besonderheit mit Leuten, die eine andere sexuelle Orientierung haben, als nur ein Mann und nur eine Frau zu sein, beispielsweise, die da sich irgendwie ausdrücken können, aber auch Leute, die allgemein Fragen haben, die man in der Öffentlichkeit einfach nicht stellt, dass die es wieder zu Wort kommen können und wie sie und dann gibt es auch eine Community, die gewaltsame Übergriffe dokumentiert, einfach mit so einer Karte, wo man dann sehen kann, wo was passiert ist, ohne von den offiziellen Medien abhängig zu sein. Esra Al-Shafei, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Genau davor war ich im Track für neue Leser, wie man Wikipedia bekannter machen kann. Lessons from Iraq und Nigeria. Jetzt war aus Nigeria niemand da, weil die halt kein Visum bekommen hatten, was sehr, sehr traurig und schade war. Und was hast du mitgenommen von da? Im Endeffekt waren das dann doch nur die Statistiken, da sind die Leute von der WMF eingesprungen und haben dann doch nur die Statistiken von sich gegeben, die ich eh schon kannte. Keine so Original Voices. Okay, und dann gab es das Gruppenfoto, was im wahrsten Sinne des Wortes, eigentlich ist es nicht ins Wasser gefallen, sondern das Wasser ist draufgefallen. Es gab einen epischen Wolkenbruch. Man ist innerhalb von fünf Sekunden bis auf die Haut nass geworden, so nass war. Ja, aber die Leute konnten sich überall irgendwie unterstellen und dann hat es doch noch ein Foto gegeben. Ja, ist jemand, wie es eigentlich aufs Foto geschafft hatten, das war ja mit Sicherheit nicht die ganze Truppe, oder? Nee, das Originalfoto, ich weiß nicht, ich kannte niemanden, der es dorthin geschafft hat. Ja, ich bin auch mal wieder nicht drauf. In London habe ich es auch verpasst. Ich habe es irgendwie geschafft noch. In irgendeiner Ecke auf dem Bild. Aber nass oder trocken? Trocken. Also wir haben irgendwie unter so einem Hausvorsprung gewartet und dann, wo es nur noch nieselte, sind wir schnell raus und haben es gemacht. Ah, okay. Ja, ich habe in einer Bushaltestelle den Regen abgewartet mit ungefähr 30 anderen in so einem kleinen Bushäuschen. War sehr gemütlich. Aber als dann der Regen einigermaßen nachließ, war dann auch die kollektive Entscheidung, wir gehen wieder zurück in unser Hotel. Wir probieren jetzt nicht nochmal unser Glück. Ach, das war dann der kuschelige Teil der Konferenz in der Bushaltestelle. Das war mit Abstand der kuscheligste. Aber auch sehr nett. Also auch da trifft man dann Leute, mit denen man vorher noch nie was zu tun hatte und tauscht sich aus. Und das ist ja auch ein wichtiger Teil so einer Konferenz. Ja, das stimmt. Hat jemand eigentlich überhaupt eine Zahl, wie viele insgesamt teilgenommen haben? Gibt es irgendwie eine offizielle Zahl? Ich meine, irgendwo eine 900 gelesen zu haben, aber... Das wurde ja beim Abschluss wurde gesagt 900. Mhm. Ah, okay. Okay, wir steuern auf den Abschluss zu, auf den letzten Tag, Sonntag, der 13. August. Wer hat da was Besonderes erlebt? Da habe ich ja direkt mal was gemacht, außer rumzusitzen.
Also ich habe selber zwei Lightning Talks gehalten. Einmal eigentlich hauptsächlich zum einen über die Features, die wir haben, also unsere direkte Wikidata-Anbindung, die wir mittlerweile gemacht haben, als auch unsere Listings mit einem separat programmierten Editor. Das kam eigentlich recht gut an. Und einen zweiten Lightning Talk hatte ich zu dem Thema mobile Website, was uns sehr am Herzen liegt, wo wir immer der Meinung sind, was in der Welt momentan noch ein bisschen untergeht, dass die mobile Verfügbarkeit der Internetseiten noch relativ dürftig ist, gerade was das Editieren angeht. Hat wir mit unserem, sage ich jetzt mal, reisebezogenen Inhalten ja, sage ich mal, recht stark mobile Nutzer haben, zumindest auch mal haben werden, auch wenn jetzt der Anteil noch nicht ganz so groß ist. Das war so der Inhalt meines zweiten Lightning Talks, da vielleicht ein paar Leute sensibilisieren, dass man zukünftig auch noch ein paar Entwicklungsenergien in die mobile Webseite steckt. Mhm. Ja, das waren eigentlich meine zwei Lightning Talks, die ich hatte. Und dann habe ich mich noch an diesen Mappathon gesetzt für 1,5 Stunden. Ein Mappathon? Was ist ein Mappathon? Also so ein Editathon für OpenStreetMap. Also da habe ich einen Artikel des Monats, der bei uns Artikel des Monats war. Das war so eine chinesische Kleinstadt, wo noch OpenStreetMap nicht sonderlich gut ist. Und habe mich da halt dran gesetzt, dass zumindest alles, was auch in dem Artikel irgendwo erwähnt ist, dort ordentlich bei OpenStreetMap erfasst ist und verbunden ist intern mit Wikidata und kreuz und quer. Da wurde zum einen vorgestellt, wie die Verknüpfungen sind zwischen OpenStreetMap und Wikidata, und man konnte halt gleich noch zusammen mit ein paar Leuten auch noch ein paar Aufgaben erledigen und erfassen. Mhm. Ja, und ich war in dem Vortrag The Coolest Projects of Wikimedia Chapters, was ja immer eine schöne Übersicht ist, was an tollen Sachen passiert ist. Leider wurde es miserabel vorgetragen. Es war langatmig und zäh und kein bisschen Enthusiasmus so in die Mengen getragen. Ich habe mich dann immer als Vorklatscher betätigt, ein bisschen Stimmung reinzubringen. Es war mal, wurde dann mit Klatschometer noch, sollte irgendwie abgestimmt werden, und es waren immer so Fangruppen da, die dann nur für ihr Projekt geklatscht haben, was auch ein bisschen doof war. Da muss ich mal sagen, das war in den Vorjahren besser. Da muss ein bisschen Glamour rein in die Sache. Das war nett gemeint, aber war wirklich lahmarschig. Schade, schade. Echt? Ich wollte mir das Video jetzt mal angucken, die Tage, weil ich es nämlich leider verpasst habe. Die Projekte sind cool, aber ich nenne die Namen nicht. Die sind auch total nette Leute und so, aber da muss man schon mal seinen Glitzerpulli anziehen und ein bisschen Hurra rufen und so. Das muss man können oder wenigstens sich antrainieren. Einfach nur zu sagen, hier, das ist das Projekt und so, wir haben teilgenommen und jetzt kommt das nächste Projekt, das ist zu wenig. Da hatte ich mir mehr Glitzer gewünscht. Das müsste doch eigentlich die Foundation ganz gut können. Hurra, Rufe, Glitzer. Das können die gut. Aber das haben sie den Freiwilligen überlassen in dem Fall. Da gibt es auch ein Video dazu, genau. Ich will nicht davon abraten, die Projekte sind wirklich cool. Insgesamt, die Dokumentation der Konferenz, die hat mir sehr gut gefallen. Es wurde nicht alles auf Video aufgezeichnet, aber es gibt bei fast allen Etherpads, wo Leute reingeschrieben haben, wo die wichtigsten Links versammelt sind. Also die Dokumentation läuft ganz gut. Das wurde ja auch allen Vortragenden nochmal sehr, sehr deutlich ans Herz gelegt, das zu tun. Das war in Esinulario schon gut. Also das hat sich im Laufe der letzten Wikimanias deutlich verbessert. Das fand ich klasse. Ja, und damit sind wir schon beim Schluss jetzt des Programms. Und jetzt würde ich noch bitten, dass alle nochmal so ihre Highlights erzählen. Der Flötenschlumpf fängt an. Mein Highlight war der Vortrag von der Dame aus Bahrain, das war mitreißend und toll. Esaya Al-Shafei. Matti? Mein Highlight war wahrscheinlich abgesehen davon, dass wir eventuell jetzt die Macht genug zusammen haben, gezogen haben, um eine Common-Konferenz zu machen. Mein zweites Highlight war tatsächlich auch ganz zum Schluss die Pink Pony Session von Wikidata, wo wir einfach mal alles raushauen durften, was wir gerne hätten. Und es wurde nicht gesagt, geht nicht, sondern es wurde gesagt, wir gucken, wie das funktionieren kann. Und das, also ja, das war natürlich gut. Da konnte ich viel einfach mal rauslassen. Cool. Fussi?
Ja, ich fand eigentlich am völlig interessantesten das Gespräch mit dem Vertreter von Wikitongs. Ich weiß nicht, ob jemand was davon gehört hat von euch. Also der kam zu mir an den Platz und da, der hat mir das so vorgestellt. Das ist halt so ein freies Projekt, hier aussterbende Sprachen zu dokumentieren und Dialekte und Slangs. Das war außerordentlich spannend, was die Leute da machen und das fand ich schon richtiges Highlight. Da werde ich mal gucken, ob wir das nicht vielleicht sogar bei uns irgendwie sehen können, weil es ja doch sicherlich parallel zu Sprachführern und Sprachinformationen zu Ländern recht interessant ist. Ja, das war schon sehr spannend, was die dort machen, fand ich. Raphael. Ja, also, ja, ich würde auf jeden Fall zustimmen, der Vortrag oder die Keynote von Ezra El-Shafei war sehr interessant und mitreißend vor allem. Persönliches Highlight würde ich noch dazu nehmen, ja, die einige technische Entwicklungen und technische Dinge, die ich gelernt habe, auch zum Teil beim Hackathon, aber dann eben auch zum Teil noch mitgenommen in den verschiedenen technischen Vorträgen, aber dann eben auch am Sonntag, wo ich dann noch eine Vorlagenprogrammierung fertigstellen konnte mit einem netten Kollegen aus England, der sich bereit erklärt hatte, eigentlich den ganzen Sonntag noch bis zum Schlusstalk dann noch mit mir an einer Vorlage zu arbeiten. So etwas, denke ich, kann man auch nur auf der Wikimania dann einfach mal den Kollegen aus England um Hilfe fragen. Und das funktioniert sehr gut. Also das hat mich sehr gefreut an der Wikimania. Cool. Und Gerion, was waren deine Highlights? Kurz, ich habe gerade nachgeschaut, die Länder waren, und die waren diesmal 1200 weniger als in den Szenario, aber 400 mehr als Exo. Highlights ist schwierig. Also ich fand sehr interessant Going Green von Benutzer Gnome. Das war ein Vortrag über die, ja sozusagen der grüne Daumen, der grüne Fingerabdruck unseres Stromverbrauchs für die Server zum Beispiel. Wir haben sehr Wikipedia hat ein sehr, sehr schlechtes Rating bekommen, was die Ökobilanz betrifft. Und da sollte man was tun und da dazu aufgerufen. Okay, und dann würde ich jetzt sagen, dass jeder nochmal so erzählt, jetzt sind die Highlights aber so, warum sollte man zur Wikimania gehen, warum sollte man nicht zur Wikimania gehen, ist das Konzept, kann man da noch was arbeiten, kann man an Wikimania noch was verbessern? Matti? Verbessern kann man wahrscheinlich immer ein kleines bisschen, also es gab bisher bei jeder Wikimania, an der ich teilgenommen habe, Sachen, die wirklich gut liefen und es gab immer auch ein paar Sachen, die nicht gut liefen und wenn man sozusagen immer die gut laufen, weitermacht und die nicht gut laufen, einfach mal sein lässt, dann wird das Ganze ja insgesamt besser. Was war jetzt nochmal die Frage? Warum sollte man zur Wikimania gehen? Warum sollte man nicht gehen? Im Kern ist das ganze Wikiverse eine sehr internationale Sache. Und natürlich gibt es für manche Menschen gute Gründe, warum man vielleicht in seiner Sprachversion bleibt oder in seinem Sprachraum. Aber für alle anderen gibt es eigentlich, ist es ein Muss, sich international auszutauschen, weil das Ganze eigentlich ein internationales Projekt ist. Insbesondere wenn man auf Commons und auf Wikidata sehr viel macht, dann muss man wirklich auch auf die Wikimania gehen oder eben auf die entsprechenden Fachkonferenzen, die ja auch international sind, um einfach aus seiner Sprachblase rauszukommen. Ja, dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Also es ist eine ziemlich gute Veranstaltung, um einfach mal seine Horizonte zu erweitern, sage ich jetzt mal. Und das ist auch das Schöne an der Sache ist, dass man auch relativ schnell und einfach mit irgendwelchen Leuten ins Gespräch kommt und dann ausschweift und eben anschneidet und man, sage ich mal, viele neue Ideen sammeln kann. Und man eigentlich vorher irgendwo in seinem stillen Kämmerlein, wenn man dann zu Hause sitzt und irgendein Wiki arbeitet, gar nicht gedacht hat, denke ich mal. Das Einzige ist, ich verrate immer meinen Freunden und meinem Vater nicht, wofür dann so, in welchem Umfang da so Spendengelder weggehen, weil das wurde von auch angesprochen, halt, ob es nur so ein Hotel sein muss, sei dahingestellt. Könnte man vielleicht auch noch vielleicht was justieren, denke ich, aber
wichtig ist es schon, um, wie gesagt, definitiv seine Horizonte zu erweitern. Das ist schon eine sehr spannende Veranstaltung. Und ich werde sicherlich zwar nicht bei jeder teilnehmen, aber irgendwann mal auch wieder teilnehmen wollen. Auf alle Fälle. Gut, Raphael, warum sollte man hin? Warum sollte man nicht hin? Was könnte man noch verbessern an der Wikimania? Ja, also wie Matti schon sagte, mit den Sprachblasen, in denen wir uns befinden oder in den Communities, in denen wir uns auch befinden, gerade in der deutschen, ist es durch Veranstaltungen wie die Wikicon, denke ich, auch sehr gefestigt. Das ist natürlich sehr interessant, mit anderen Gruppen, mit anderen Blasen in Berührung zu kommen. Bei der Wikimania diese Gelegenheit gibt es sonst jetzt nicht so oft. Ja, es wurden mehrere internationale Konferenzen mittlerweile durchgeführt, aber die Wikimania ist doch, denke ich, da das Zentrale. Und das war dann für mich eben, ich hatte eine italienische Gruppe, ich hatte eine österreichische Gruppe, ich hatte deutsche Bekannte, also man kann da dann dazwischen hin und her wechseln und sich aussuchen, aber da habe ich dann eben auch, würde ich warnen, also wenn man sich da fest vornimmt, so habe ich es zumindest empfunden, mit diesen und jenen zu sprechen und diesen und jenen Vortrag sicher zu verfolgen. Diese Pläne werden nicht immer aufgehen, es wird einfach zu viel geboten. Das heißt, man wird immer mit anderen Leuten auch bei anderen Leuten hängen bleiben, womöglich, oder in andere Vorträge gehen oder eben irgendein technisches Problem lösen wollen und dann einfach mal das halbe Programm verpassen. Also wenn man sich sehr gut vorbereiten möchte und dann auch alles nach Plan ablaufen lassen möchte, das ist sehr schwierig bei einer Großveranstaltung wie der Wikimania, denke ich. Das ist aber auch kein Kritikpunkt an der Wikimania, sondern man sollte das nur wahrscheinlich im Kopf haben, wenn man dorthin geht. Und last not least, Gerion. Ja, jeder von uns editiert, jeder von uns hat verschiedene Projekte in den Wikimedia-Projekten und das ist die beste Möglichkeit, eine Außensicht auf die Projekte zu geben von Leuten, die in ganz ähnlichen Bereichen unterwegs sind, aber eine sehr andere Herangehensweise haben. Es bereichert einen ungemein, mit den verschiedenen Leuten aus den verschiedenen Communities und Projekten zu sprechen, und das kann man natürlich alles on-key machen, aber wenn man den gegenüber sitzt und über seine Arbeit in den Wikimedia-Projekten sich unterhält, ist das unglaublich bereichernd. Wir haben auch alle recht große Erfahrung, was das Editieren betrifft, und es ist sehr schön, auch dann gemeinsam Projekte zu machen und unsere Erfahrung mitzuteilen und gleichzeitig auch aus der großen Erfahrung in der Community zu profitieren. Ja, cool. Vielen Dank. Ich danke euch allen, dass ihr eure Erfahrung geteilt habt und wünsche euch noch viel Spaß, und vielleicht sieht man sich auf der nächsten Konferenz wie der Wikicon in Leipzig oder dem Wikidach in Mannheim oder auf der Wikimedia Commons Konferenz in Platz noch freilassen für den Ort. Und da wir auch schon kurz von nächstes Jahr in Kapstadt gesprochen hat, das findet ein bisschen früher statt, im Juli 2019, für diejenigen, für die Kapstadt zu weit ist, wird wahrscheinlich wieder Europa berücksichtigt werden. Und zuerst hatte Stockholm Interesse gezeigt, da jetzt aber in der Gerüchteküche es heißt, dass Armenien sehr stark interessiert ist, die auszuführen, würde unter Umständen sogar Stockholm zurückziehen, ein späteres Datum. Also momentan ist es entweder Armenien oder Schweden. Das ist dann nicht so weit wie Kapstadt und Montreal. In Armenien noch stärker als in Schweden, ja. Beides wäre gut, weil es da starke Communities gibt, die sich da auch einbringen. Ja, das schon, aber ja, auch. Und Armenien ist wirklich, das hängt ja vor allem an der Susanne Kratschatayan und die, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Ich habe mir jetzt schnell gesprochen, damit ich nicht Falsches sage. Die übrigens gestern Geburtstag hatte. Genau. Okay, dann schönen Abend noch. Tschüss. Danke, tschüss. Tschüss euch allen. Ciao. Ciao. Tschüss. Das war eine Episode des Podcasts Wiki Stammtisch von und mit Sebastian Wallroth. Die Episode steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0, abgekürzt CC BY 4.0. Diese Lizenz erlaubt Ihnen erstens, die Episode zu teilen, also das Material in jedwedem Format oder Medium zu vervielfältigen und weiter zu verbreiten.
Zweitens dürfen Sie die Episode bearbeiten, also das Material remixen, verändern und darauf aufbauen, und zwar für beliebige Zwecke, sogar kommerzielle. Ich als Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen, solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten. Die Lizenzbedingungen lauten: Erstens, Sie müssen als Urhebernamen Wiki Stammtisch, Sebastian Wallroth angeben. Zweitens, Sie müssen die Lizenz CC BY 4.0 angeben. Drittens müssen Sie, wenn möglich, einen Link zur Lizenz beifügen. Viertens müssen Sie angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Fünftens dürfen Sie diese Angaben in jeder angemessenen Art und Weise machen, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, dass ich als Lizenzgeber gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders unterstützte. Zuletzt dürfen Sie sechstens keine zusätzlichen Klauseln oder technischen Verfahren einsetzen, die anderen rechtlich irgendetwas untersagen, was diese Lizenz erlaubt.